Hallo und herzlich willkommen, ich bin Sans und ich begrüße euch zurück zur zweiten Folge von Enshrouded. Ja, und ich habe noch ein bisschen gelootet und es sieht jetzt in meinem Inventar so hier aus. Wir haben, wo ist denn das? 19 Garn und auch allerhand an Pflanzenfasern, eine Menge an die 6 Garn, 19 Stofffetzen, genauso rum wird ein Schuh draus. Und was ich jetzt als nächstes mal machen will, ist hier noch eine Kiste hinschrauben. Das wäre jetzt so eine der ersten Missionen, damit wir einfach, genau, Stauraum, Betten, okay. Könnte man, klar, wir stellen uns hier auch ein Bett hin. Das muss schon irgendwie sein. So viel Platz brauchen wir dann doch. Und genau, so wie wir an die Werkbank gehen, werden auch unsere Sachen repariert. Das finde ich ziemlich cool, da muss man gar nichts großartig machen. Genau, wir gehen mal... genau, wir stellen erstmal das, dann das Bett. Ich weiß gar nicht. Also ich glaube, um das Bauen-Thema, da gucken wir uns die Sache später nochmal an. Viel spannender finde ich jetzt erstmal noch ein bisschen die Erkundung für heute. So, das rüber. Wir haben eine Fackel. Wir lassen mal die zweite Waffe durchaus im Inventar. Das finde ich ist gar keine so schlechte Idee. Die Bücher können wir hier rübernehmen. Ich möchte noch mal kurz schauen, ob in der Werkbank irgendwas herzustellen ist, was für uns spannend ist. Guck mal, wir können Tische herstellen, Feuer stellen. Die bringen uns Komfort. Ich weiß gar nicht, was uns der Komfort-Buff bringt. Kostet auf alle Fälle nicht so sehr viel. Von daher denke ich, macht das durchaus Sinn, hier auch so einen komischen kleinen Backofen hier herzustellen. Guck mal, der sieht cool aus. Da kann man auch drauf kochen. Wir haben aber jetzt, genau, wir hatten glaube ich noch ein bisschen was im Inventar, aber da werden wir uns jetzt nicht mit auseinandersetzen. Metallschrott. Genau, diese Miasmaspuren. Okay, wir gehen hier nochmal rein. Also, wir haben jetzt hier nur dekorativen Kram, Fenster, Türen, irgendwelche Holzschüsseln, also um uns einfach die Bude richtig schön schick zu machen. Ansonsten ist jetzt hier nichts dabei, wo ich jetzt sage, das ist überlebensnotwendig. Unter unserem normalen Menü wiederum finden wir etwas. Und zwar haben wir hier unter anderem die Lumpen, da können wir mal noch ein bisschen Garn craften. Was haben wir noch für die Lumpen? Eigentlich nur Stofffetzen. So, und dann bauen wir einmal Lumpen. Genau, 17 physischer Widerstand, 17 Magiewiderstand. Ich, ist das überhaupt noch ein Hemd? Ja, vermutlich, ich habe keine Ahnung, Freundchen. Ich habe auch keine Ahnung, Status-Details. Schutz, Sitzen, Schlafen erhöht maximale Ausdauer und Regeneration. Für eine gewisse Weile wahrscheinlich. Wärme unverzichtbar für einen gemütlichen Unterschlupf. Nahrungseffekte haben wir gerade keine drauf. Attribute, ah, guckt mal. Erweitert die Lebenspunkte um 50 per Attributpunkt. Okay. Kondition. Erweitert Ausdauer, Stärke, Nahkampfschaden, 5%, Geschick, Fernkampfschaden, Intelligenz, Magieschaden. Lebenspunkte 100. Das ist momentan das, was wir wahrscheinlich besitzen. Miasma, Passierstufe. Okay. Hinterhaltsschaden, Schleichangriff, plus 900%. Ah, okay, das ist interessant. Das muss ich mir mal anschauen. Giftanfälligkeit. Wie ist denn das sonst jetzt hier mit Rüstung? Ach hier, physischer Widerstand. Okay, da haben wir jetzt 0. Na, da gucken wir mal, was, wenn wir jetzt hier das T-Shirt anziehen, dann haben wir jetzt unter Attributen physischer Widerstand, genau, 17. Jeder Punkt reduziert den eingehenden Schaden um 1. Aha, also kriegen wir alles minus 17. Das ist ja alles, das ist ja krass. Es scheint irgendwie additiv zu sein oder was. Ich habe keine Ahnung. Genau, aber so sehen wir doch schon mal eigentlich ganz, ganz, ganz fesch aus, oder? Vielmehr, auch Bogen wollten wir noch. Den nehmen wir mit. Holzpfeile können wir aus Ästen craften. Da wäre jetzt auch für mich die Frage, braucht es das gerade? Ich würde mal hier den Kram noch sortieren. Ich denke, den Bauhammer brauchen wir hier nicht. Was wir hier brauchen, ist auch nicht das. Die Frage ist, ob wir das generell hier brauchen. Das können wir, glaube ich, auch einfach erstmal hier reinflacken. So. Restlichen Materialien, Erde und so einen ganzen Krimskrams. Teer. Metallschrott. Ich glaube, ich will gar nicht so sehr viel jetzt mitnehmen. Denn wenn wir wirklich verrecken sollten, irgendwie ganz, ganz doof, dann nützt uns das ja nichts, ne?
Obwohl, hier, es gibt so einfache Materialien, wo das jetzt, glaube ich, auch keine Rolle spielt. Bogen macht auf alle Fälle an der Position Sinn. Ich denke, das können wir hier rein tun. Explosive Schwarzpulverkugel. Ich denke, Bandagen und Heiltränke macht hier Sinn. Und das hier ist alles eher nochmal so in die Richtung. Und hier haben wir nochmal ein zweites Kampfwerkzeug, sage ich jetzt mal einfach. Genau, und die Fackel würde ich, denke ich, auch eher hier auf die dritte Position nehmen. Gut, und damit Ruhen, selten. Ich glaube, die lassen wir auch hier. Okay, gut. Rohes Fleisch nochmal hier mit rein. Das brutzeln wir jetzt noch schnell fertig. Und dann geht es hier auch los, Freunde. So, eins noch. Und dann werden wir mal ein bisschen was snacken. Okay, so. Also, wir werden für Constitution mal eins hier reinballern. Genau. Für... Stärke... Und dann, die Tastenkombination muss man sich erstmal merken hier. Und dann nochmal Wasser für Ausdauerregeneration. Ah, okay, wir können bloß einen Essensbuff offensichtlich haben. Ja, ist gut, dann ist das jetzt so. Das Einzige, was gerade hier noch ein bisschen doof ist, wir müssen jetzt mal vielleicht noch am besten warten, bis der Tag anbricht. Ich glaube, jetzt wird es hell. So, und jetzt gucken wir uns das mal an. Also, wir wollen hier oben in die Ecke, ne? Zu diesem Feind. Oder finde den schlafenden Überlebenden. Nicht Feind, finde. Und dann gucken wir uns das mal an. Ja, es ist immer noch finster, aber okay, das macht jetzt erstmal nichts. Wir haben ja eine Fackel. Zur größten Not können wir die halt anmachen. Oh, was ist denn hier noch? Okay, okay. Honig und Wachs. Aber Pilze nehmen wir alles mit. Oh. Ah, okay, alles klar. So funktioniert jetzt der Bogen. Noch ein Tierfell. Genau, mit Rechtsklick. Ah, und wenn ich lange genug halte, dann geht das hier los. Alles klar. Hier gibt es auf jeden Fall noch eine ganze Menge zu erkunden. Guck mal da hinten mit dem Rot. Das sieht schon auch echt evil aus. Also hier nachts zu erkunden macht alleine schon deshalb Spaß, weil man hier so eine geile Lichtstimmung hat, die ich wirklich cool finde. Tagebuch des Hauptmanns, Tag 6. Die Angreifer haben uns die letzten zwei Tage belagert und von der Brücke aus angegriffen. Ihre Augen, dieser Wahnsinn. Wir konnten uns bisher nur gerade so am Leben halten. Vielleicht überleben wir den nächsten Angriff nicht. Ich habe befohlen, den Übergang mit unserer letzten Munition zu bestücken. Wenn diese Plünderer zurückkehren, sind wir vorbereitet. Okay. Ist noch eine Truhe. Genau, da geht es hier mit dem ganzen anderen Krempel rein. Und hier haben wir eine Brücke. Oh, und Eile. Eile sind gut. Eile nehme ich mit. Du kommst hier ohne Greifhaken nicht weiter. Suche stattdessen einen Weg durchs Miasma. Das ist ein Weg. Da geht ein Weg runter. Dann nehmen wir den. Ich finde, man ist aber echt flott unterwegs, oder? Also so zu Fuß, das geht schon. Hier ist noch eine Fackel. Was haben wir hier?
Heiltränke. Feuersteinpfeile. 8 Schaden. Tagebuch des Hauptmanns sagt 20. Wir sind hungrig. Wir mussten die Brücke zerstören und damit unsere Versorgungsroute. Aber es hat funktioniert. Wir haben keine Plünderer mehr gesehen. Die Flammenkrypta und alle im Inneren sind jetzt sicher und müssten es auch bleiben. Wenn wir nicht verhungern wollen, müssen wir wohl unser Glück in diesem schrecklichen Miasma versuchen. Beides wird unseren sicheren Tod bedeuten. Okay. So. Möglich, ne? Ist auch so, ne, wenn man sich das hier mal anguckt mit diesem ganzen Nebelgelöt, also da hat man auch so richtig eigentlich keinen Bock reinzugehen, ne, zumindest bleibe auf dem Pfad, auf dass du nicht der Brut der Miasma, des Miasma zum Opfer fallen mögest, die Erlösung ist nah. Also zumindest, ja, wenn man es eher seicht mag. Ja, da kommt einer. Okay, also mit diesen perfekten Attacken geht das schon ganz gut. Und da ist ein Ring. Den nehme ich natürlich sehr, sehr gern. Mit Ausdauerpunkte und Lebenspunkte. Naja, also hier gibt es auch offensichtlich noch ein bisschen was in Richtung Loot-Spirale. Das finde ich auch ganz nett. Und hier haben wir auch definitiv Stuff, ne? Heiltränke. Oh, Heiltränke ist cool, Freunde. Und natürlich auch die Stofffetzen und alles. Es ist von allem irgendwie ein bisschen was drin, ne? Es ist ein bisschen so dieses Looten. Ist da noch irgendwo einer, oder? Ich höre die ganze Zeit Geräusche. Steinklumpen. Diese Sandor-Kapsel stellt deine verbleibende Zeit im Miasma wieder her. Sie wird bei der Verwendung verbraucht und kann nicht im Inventar aufbewahrt werden. Ah, okay, seht ihr das oben? Also würde ich die jetzt mal noch nicht direkt nehmen. Sondern mir eher mal einen Moment Zeit gönnen. Drüben geht es ja schon wieder hoch, oder? Da brauche ich, glaube ich, hier gar nicht erst anfangen. Dann hebe ich mir die lieber für später mal auf, wenn ich irgendwann hier unten noch Stuff machen sollte. Also keine Ahnung, ob das dann viel bringt oder nicht, aber... Genau, können wir hier ein bisschen hochflitzen. So, genau, da haben wir es schon geschafft. Da sind wir jetzt einmal quasi durch diesen Krater durch. Und auf der anderen Seite. Und haben wir das nächste Zelt hier. Und ein Feuerchen, was brennt, aber wir kochen jetzt nichts. Wir gucken mal hier. Hier ist ein neuer Eintrag. Es werden spektakuläre Fortschritte erzielt. An alle, die ihre Augen auf mein wunderbares... Nein, lasst mich noch einmal beginnen. An alle Reisenden, meine Großartigkeit hat dieses Gebiet erobert. Nein, ich fürchte, das ist auch nicht richtig. Die Brücke ist fast fertig und ich finde verdammt nochmal keine Worte, um meine Freude auszudrücken. Was für ein Glück, dass eine Mine, die uns so nahe ist, solche Reichtümer an Erz liefert. Aber eines ist sicher, ich werde diese Brücke nach meiner lieben, verstorbenen Tante 5. Grades Waylon nennen. Bin mir allerdings nicht sicher, ob sie sich geschmeichelt fühlen würde, wäre sie noch am Leben. Denn sie und die Brücke haben nicht nur den gleichen Namen, sondern auch dieselbe raue Natur. Gezeichnet Kate Hawthorne. Okay? Ja, also ich denke, als Frau kann man sich vielleicht auch was Schöneres vorstellen, als einer Brücke seinen Namen zu schenken. Aber hier muss irgendwo eine erzreiche Mine sein, so wie ich das jetzt hier verstanden habe. Und die Frage ist, wo müssen wir hin? Wir müssen da rüber, ne? Huch. Und wir könnten mal was snacken, beziehungsweise uns mal so eine Bandage ballern.
Und da ist schon wieder ein Bösewicht. Oh, der hat interessantes Werkzeug. Er hatte eine Metallschrott, Tierfell, eine Armbrust. Okay. So, die lila Bären stellen auch ein bisschen Essen her. Von daher hauen wir uns die mal rein. So, hier gibt es nicht viel. Das ist einfach bloß die andere Seite von der Brücke. Hier kann ich die Pfeilen entschärfen. Okay. Ah, hier ist jetzt nichts. Huch, jetzt haben wir noch eine. Mehr Pilze. Mehr Sträucher. Das sieht schon auch trotzdem echt schick aus, ne? Also kann man nicht meckern. Ist halt wirklich eine simple Grafik, aber trotzdem eine schöne, wie ich finde. Oder oben ist ein Wolf und ich will wirklich erstmal gucken, wo wir hin sollen. Hier ist aber auch ein Brückenbaubericht. Vielleicht gehen wir mal doch dahin. Das scheint kürzer zu sein mit den paar 90 Metern. Das scheint aber irgendwie unterirdisch zu sein. Das ist bestimmt diese Mine. Und hier ist auch Miasma. Guckt mal. Aha. Miasma-Flüssigkeit. Keine Ahnung, wozu man es braucht. Wir nehmen es mal mit. Ne? Er hat nicht gerne irgendwelchen komischen Miasma-Schleim in seinem Inventar. Esse. Das ist ein Wolf. Ja, das ist ja cool, wenn ich hier anvisiert habe. Muss ich gar nicht weiter zielen, hä? Okay. So. Erd ist reicher Mineralien. Baue Erzadern mit einer Spitzhacke ab, um Erz zu erhalten. Einige Erze sind nur in den Tiefen des Miasmas zu finden. Alles klar. Also hier haben wir jetzt unsere Spitzhacke und hier können wir jetzt loslegen, oder was? Feuerstein. Das ist, glaube ich, mal so irgendwie ein Job für so zwischen den Folgen. Oh, guck mal. Hier scheint noch was anderes drunter zu sein, oder? Ach nee, das wirkt bloß so. Ah, jetzt muss ich mich erstmal wieder erholen, weil ich keine Ausdauer habe. Also das scheint echt zeitaufwendiger zu sein. Was kann ich dafür? Ich glaube, dafür konnte ich Wasser saufen, ne? Oder? Genau, maximale Ausdauer erhöht. Ah, seht ihr das? Okay. Miasma, was kann man da? Kann man da auch hier irgendwie? Ich muss mal gleich mal gucken hier. Das ist auch irgend so ein Batzen. Myzel, okay. Ja, spannend. Na gut, ich würde sagen, ich weiß halt nicht, ne? Wo sollen hier... Kleine Feuersteinmine. Okay, die können wir einfach mal so lassen. Und dann gucken wir uns jetzt noch die andere Sache an. Ne? Da müssen wir ja noch ein bisschen laufen. Die Straße ist blockiert. Zur Überquerung wird ein Greifhaken benötigt. Den haben wir noch nicht. Also das wird wahrscheinlich eins der Werkzeuge sein, die wir relativ zeitnah haben werden. Ich glaube, mit dem muss ich mich auch gar nicht unbedingt... Den kann ich auch einfach mit meiner Axt kaputt hauen. Ah,
wenn man im richtigen Moment blockt, das scheint hier nicht zu schwer zu sein, kriegt man das schon hin, dass man die relativ flott erledigt. Wie gesagt, Pflanzenfasern. Oh, Aureolenblume. Mucke. Mucke, wenn Mucke kommt, heißt es meistens, irgendwas ist los. Büsche können dich verbergen, wenn du dich in sie befindest. Rücke C, um dich zu ducken und zu verstecken. Benutze sie, um dich an Gegner ranzuschleichen, okay? Aua. Okay, an dem brauche ich mich nicht mehr ranschleichen. Oh, 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 oh. Okay, den kriege ich irgendwie nicht so richtig geblockt. Hit. Ich glaube, wir verpieseln uns mal. Okay, okay, okay. Jetzt nochmal. Ja, ich glaube, das ist schon besser. Aber da waren halt irgendwelche komischen Bienen noch. Naja, wir müssen uns hier erstmal ein bisschen noch in das ganze System reinfitzen. Das läuft noch nicht so ganz rund, Freunde. Glühwürmchenlampe. Wir haben ein Glühwürmchen gefunden. Ich habe es nicht gesehen. Habt ihr es gesehen? Ich, keine Ahnung. Was liegt hier noch alles? Ach, hier so ein paar von diesen Geräten noch. Okay. Ist hier noch einer? Mir ist skeptisch. Noch ein Fehlschlag. Der Seelenkessel wurde während des Tests zerstört. Die Ratte, die ich benutzte, wurde von den Flammen verkohlt. Ein heller Blitz, dann war alles weg. Zum Glück war ich nur vorübergehend geblendet. Ich habe mir ein neues Subjekt verschafft. Wieder eine Ratte. Igni. Hoffentlich bahnt sie uns den Weg zur Erlösung. Weitere Rückschläge kann ich nicht akzeptieren. Ich werde dafür sorgen, dass das Seelenkessel, das wahrscheinlich der Seelenkessel hält, als ob mein Leben davon abhinge, und das tut es wohl auch. Balthasar. Mhm. Wasser, Metallschrott. Also das muss man wirklich dazu sagen, das mit dem Erkunden finde ich so spannend, weil das einfach so irgendwie, ne, es hat so diesen klassischen, das Klassische, was man halt hat in diesen Action-Adventure-Spielen, aber halt so mit diesem Survival-Genre gepaart. Also es ist halt nicht nur Sandbox, sondern auch ein bisschen irgendwie, aber nicht zu aufdringlich viel Story, das finde ich cool. Bei den Erbauern, ich habe es geschafft, Equilibrium. Das Subjekt verwest nicht, unberührt vom unerbitterlichen Fluss der Zeit. Die Seele einer Flamme in einem sterblichen Körper. Igni ist der Beweis. Wir können überleben. Wir können das schaffen. Diese Seelenkessel werden unsere einzige Chance gegen das Miasma sein. Wir haben keine andere Wahl, okay? Okay, 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 okay. Alles klar. So, was haben wir hier? Noch ein bisschen anderen Stuff. Ne, und wenn wir uns das mal angucken, ne, so eine Sachen hier wahrscheinlich, dieses ganze Material und so, das wäre bestimmt auch nicht effektiv. Okay, alles klar. Aber sowas würde man vielleicht auch mal bauen können. Also, ne, stelle ich mir voll so vor, dass das alles geht, auch mit diesen ganzen Böden und Texturen und so. So ein bisschen, ich hoffe, dass es so wie in Minecraft ist, dass es dann Materialien gibt, die man vielleicht wirklich bloß so im, so wie im Nether, in diesem Miasma findet und die aber richtig geil aussehen. Da ist nämlich noch einer. Ah, ich muss schon manchmal. Das ist nicht so einfach. Also. Aber wahrscheinlich muss man dann nochmal eine Weile sich die Gegner einfach angucken, dass man ein Gefühl für die entwickelt.
Okay, so, ich bin falsche Spalte. Hier will ich rein. So, dann gucken wir mal, was wir hier haben. Krypta. Der Erbauer, Schmied. Naja, ich nehme mir lieber ein bisschen mehr Zeit. Position erreicht, okay. Das ist, glaube ich, noch eine Tür, ne? Seht ihr das dahinter? Wage dich hinaus. Es ist vollbracht, der Seelenkessel ist empfindlich und fragil, aber voller Potenzial und Hoffnung. Der Erste, der hineingeht, wird unser Prototyp sein. Ein neuer Funken in einer erloschenen Welt. Glücklicherweise hat sich der Schmied freiwillig gemeldet. Er muss die Krypta betreten und schlafen, bis er wieder geweckt wird, damit er nicht in die Ewigkeit entschwindet. Möge sich aus der Asche einer vergangenen Ära ein neues Zeitalter erheben. Althasar. Okay. Der ist da bestimmt jetzt drin. Oswald Anders, der Schmied. Rezept freigeschaltet, Beschwörungsstab. Beschwöre den Überlebenden. Rezept freigeschaltet, Kohle bei Brennofen. Okay. Wir brauchen Äste. Kein Slot im Rucksack verfügbar, weil Rucksack voll. Alter Schwede, was haben wir denn alles aufgesammelt? Was ist denn das hier? Wachs? Können wir was wegschmeißen? Können wir was verarbeiten? Können wir irgendwas? Das Nägel, die. Also ich will jetzt hier nichts weghauen, was ich gegebenenfalls brauchen könnte. Von daher. Gegrillter Pilz, roter Pilz. Wir haben einfach zu viel Stuff, Freunde. Wir brauchen mehr Inventarplätze. Wie es in jedem Spiel so ist. Inventar ist alles. Okay, gibt es irgendwas, was wir bloß einmal haben? Ansonsten schmeiße ich die Blumen vielleicht raus oder. Das Glühwürmchen kann ich nicht wegschmeißen. Das ist Rottpfeil. Er macht halt mehr Schaden, ne? Ist egal jetzt. Wegen einem Pfeil, der ein bisschen Damage macht. Da fangen wir jetzt nicht an. Und ich will diesen Beschwörungsstab. Beschwört gerettete Überlebende in einer Basis. Ach so. Okay, das machen wir in der Base. Ah, hier ist bloß eine Truhe dahinter. Benötigt Dietrich. Wartet mal. Dietrich. Den kann ich bauen. Der kostet mich Metallschrott. Genau. So, jetzt hier. In Ruhe aber. Da kriegen wir noch ein Beil. Alles klar. Nehmen wir doch das Beil einfach noch mit. Krypta der Erbauer. Ist das jetzt hier irgendwie, ich weiß halt nicht, muss ich dann immer wieder hier rüberlaufen? Gibt es hier vielleicht noch, was ist denn das da oben? Wir machen mal einen Marker. Nee, können da einfach bloß so Wegpunkt setzen, ne? Okay, das geht auch. Wenn du dich ausruhen musst, kannst du die Karte öffnen und mit Hilfe Schnellreise nach Hause zurück. Rufe Karte, bla bla bla. Okay. Ich würde ganz gerne gucken, ob hier noch mehr ist. Was vielleicht Spannendes für uns. Wo wir uns hier gleich wieder verpieseln. Okay, obwohl so weit ist es nicht, ne? Einmal mit dem Miasma, einmal mit dem Kram hier rüber. Ja, ich denke, jetzt mach mal. Gehen wir jetzt einfach nach Hause, dann passt das schon. Ne? Wir haben uns jetzt die Sachen angeguckt und dann würde ich einmal jetzt hier hin. Schnellreise. So, und dann gucken wir uns mal den Schmied noch an. Also, ich habe jetzt hier irgendwo einen Beschwörungsstab, richtig? Wo ist er? Hä? Nicht doof? Habe ich den jetzt gebaut oder habe ich doch noch was anderes gelootet?
Holzpfeil. Noch eine zweite. Ach nee, ich habe die Axt noch gelootet. Genau, okay. Also muss man jetzt hier erstmal was reinpacken. Können aber erstmal kurz an die Werkbank gehen. Genau, alles repariert. Sehr schön. Jetzt gehen wir hier nochmal rein. Und dann packen wir hier mal noch eine zweite. Das ist aber ein seltenes Beil. Elfschaden. Elfschaden. Keine Ahnung, wo jetzt hier der Unterschied sein soll, aber okay. Dann pack mal eine hier rein, genauso wie das Glühwürmchen. Myzel, Miasma, Flüssigkeit. Ja, wir werden bald noch eine zweite Kiste bauen müssen, ne? So wie das hier aussieht. Beschwörungsstab. Beschwöre den Überlebenden. Okay. Das kriegen wir auch hin. Okay, und jetzt kann ich hier einen Schmied hinsetzen, oder was? Hey Dude, hallo? Okay, alles klar. Was willst du denn hier, Freundchen? Ich wollte dich nicht hauen tun. Ich bin endlich wieder da, der bescheidene Schmied zu deinen Diensten. Dann wollen wir dich mal ordentlich ausstatten. Ja, da bin ich voll dafür, mein Freund. So, Oswald Anders, der Schmied. Nicht geschützt, Komfortstufe 5, herstellen. Okay. Schmiede. Kohlebrennofen. Nägel. Als Werkzeuge oder zur Verbesserung einer Waffe verwendet werden können. Holzfäller. Ah, Schuttaxt. Okay, dafür brauchen wir dann Metallschrott. Spitzhacken. Dietrich. Genau, kann er auch herstellen. Einhändige Waffen, okay. Ne, macht schon ein bisschen mehr Damage, also ist auf alle Fälle cool. Eine Fellkapuze. Oh ja, komm, lass uns eine Fellkapuze, will ich haben. Und Geschirr brauchen wir jetzt nicht. Aber noch mehr Herstellungsoptionen. Also das finde ich auf alle Fälle ganz geil. Kohle war irgendwie auch nochmal... Ich habe keine Ahnung, wie ging das mit Kohle? Konnte ich doch irgendwie hier... Ofen herstellen, oder? War da nicht was? Das musste, glaube ich, gehen mit Holz oder so. Ich weiß nicht, ob ich noch welches einstecken habe. Metallschrott habe ich auf jeden Fall noch. Da haben wir auch noch ein bisschen mehr. Können wir mal gucken, was passiert denn, wenn ich hier einfach Holzscheitel in die Position nehme. Nee, geht nicht, ne? Okay, macht nix. Ach hier, jetzt kann ich. Du hast deinesgleichen geweckt, die Flamme ist zufrieden. Suche den Hochweiden nach mehr schlafenden Überlebenden. Wow, also... Nee, ihr seht, also hier kann man auch noch mal ein bisschen was sammeln. Miasma-Seele habe ich eigentlich... Oder sind das Miasma-Seelen gewesen? Ne, das sind Miasma-Sporen. Vermutlich sind die dann anders. Schwachkind, ein warmes Flammenblut bewaffnet sich. Lass mich dir zeigen, wie... Ja, ich würde mir sagen, das schaue ich mir mal in Ruhe an. Und dann gucken wir mal, wie wir an der nächsten Folge weitermachen hier an der Stelle. Also ich denke, hier oben kann ich schon mal in der Mine noch mal ein bisschen was leerräumen. Guck mir vielleicht den Bereich noch mal mit an. Wir gucken mal. Oder wir machen dann einfach direkt weiter und schauen es uns an. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.